Hallo, liebe Zuschauer, ich grüße euch zu einer neuen Indie-Ecke. Don't Chat with Strangers soll wohl ein Horror-Game sein, in dem man ziemlich häufig stirbt. So steht zumindest in der Shop-Beschreibung. Ich habe mir das ein oder andere Let's Play mal angeguckt, beziehungsweise mal kurz reinguckt, wollte mich da nicht selbst spoilern. Selbst gespielt habe ich es noch nicht. Das heißt, ihr seid jetzt hier bei der Premiere dabei. Dann wollen wir nochmal gucken, mit wem wir so chatten können hier. Okay. Erstmal nach Hause fahren oder so. Das sind wir. Wir können jetzt noch nichts machen, er geht automatisch an den Computer. Was haben wir denn hier? Chats, Buttons, Mac and Fruits. Können wir das Ding auch ausschalten? Das Kette reintun, rausziehen. 1 Uhr morgens. Na gut, dann wollen wir mal chatten. Hi. Oh. Hi, Süße. Oh, what's up? Wer bist du? Einfach nur ein Mädchen. Wanna play Buttons? Hä? Ja, klar. Lad mich ein. Okay. Singleplayer versus Mode. Lucy. Lucy won. Okay. Ach so. Ja, mach dich fertig. Das ist natürlich ein sehr anspruchsvolles Spiel, aber das würde auch noch funktionieren. Das irgendwie für 50 Euro bei Steam mit Season Pass, das wird auch noch funktionieren. Ich würde sagen, ich habe gewonnen, oder? 61 zu 19, yes, Lucy won. Die platt gemacht. Oh, da meldet sie sich wieder. Hä? Und nu? Hä? You left me. Ja, okay. Und du? Kann man irgendwas kicken hier? Was ist das? Ich lieg doch gar nicht im Bett. Ja. Habt ihr das gehört? Es wird hier Gas ausströmen. Ja, ich bin tot. Das ist nicht so schön. Und dann geht's wieder von vorne los. Ich weiß nicht, was das Ziel des Spieles ist, was man hier erreichen muss. Ich weiß nur, dass er jeden Morgen um 1 Uhr aufsteht, um eine Chatnachricht anzunehmen von immer derselben Person. So, hier täglich grüßt das Murmeltier. Erstmal hi. Nice to meet you. falsch geschrieben. No, sorry, I'm sleepy. Blöde Kuh. Ja, lass uns das nochmal probieren. Wanna play Buttons? Nur diesmal lassen wir sie gewinnen. Vielleicht bringen sie uns dann nicht um. Auf der anderen Seite, wir haben uns ja erhängt. Ist dann, glaube ich, eher nicht so der Fall, dass die uns umgebracht hat, wenn man sich selbst erhängt. Auf jeden Fall auch. Oder auf der anderen Seite stand da natürlich was an der Wand. Ne? Jetzt mach ich mal gar nichts. Ich lasse sie einfach gewinnen. Wahrscheinlich wird sie dann auch sauer. Nach dem Motto, hast du mich gewinnen lassen? Nein, ich habe dich nicht gewinnen lassen. Ich drücke auch dreimal auf den Knopf. So, damit es nicht ganz so offensichtlich ist. Ich bin halt nicht so schnell im Knopf drücken. Ist nun mal so. Lucy. One. Okay. You're terrible at this game, ja. Tut mir leid. I'm off, loser. Was zum... Warum? Okay, man darf sie nicht gewinnen lassen. Man darf nicht verlieren. Vielleicht sollte ich gar nicht gegen sie spielen. Das wäre nochmal eine Möglichkeit. Kann ich eigentlich noch andere Sachen machen hier im Raum? Ich bin hier am Telefon. Kann ich das auch benutzen?
Hallo? Polizei? Es klingelt. Nee, jetzt wählt er erstmal. Scheinbar haben wir jetzt mal eine Polizei erschossen. Ja, okay. Ja, kann leider nicht mehr ans Telefon gehen. An den Computer gehen. Okay, Telefon benutzen ist auch ziemlich merkwürdig. Auf der anderen Seite, das Spiel heißt ja Don't Chat with Strangers. So, Spiel gewonnen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Don't Chat with Strangers. Ja, dann mache ich das auch nicht. Wo es passiert wahrscheinlich gar nichts, oder? Ja, so wie es aussieht, passiert nichts. Ich meine, mit anderen Sachen hier kommen wir noch. Was mit dem Kreuz hier? Uah, was ist das? Was bist du? Leg dich ins Bett, schnell, 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 dann kann es vielleicht nicht rein. okay. Was kommt da von der Decke runter? Seht ihr das? Weiß nicht, ob man das auf dem Video sehen kann. Ein riesiges Kreuz, so wie es aussieht. Okay, da kommt aus dem Computer irgendein Viech reingekrabbelt ins Bett, das uns jetzt aber im Bett anscheinend nichts tut. Und wenn wir das Kreuz auf den Kopf drehen, dann kommt ein riesiges Kreuz von der Decke. What the is going on? Steh mal auf, geh mal zur Heizung. Bisschen kühl hier. Ja, oder klepper einfach aus dem Fenster raus. Das geht auch, das ist auch in Ordnung. Komm, wir fahren eine Runde. Hallo? Ziemlich merkwürdiges Spiel. Du gehst jetzt nicht an den Computer. Nein, 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 nein. Steh auf. Geh mal zur Stereoanlage. Mach mal ein bisschen Musik. Durch Musik wird das Leben viel, viel schöner. Vielleicht einfach mal Strom anmachen. Ne, wir lassen das mal an. Ja. Ich weiß es auch nicht. Was soll man da noch sagen? Dann chatten wir halt wieder mit ihr. Alles andere ist tödlich. Ja, mit ihr chatten ist auch tödlich. Super. There's no easy way out, sozusagen. Ich lach sie mal aus. Ich mach mal einen auf Arschloch. Du bist lustig. Hihi. Ja, ist nicht sehr nett. Und? Oh. Gas is leaking. Stimmt, ich höre da was. Woher weiß sie das? Ah, da kommt wieder dieses Viech aus dem Fernseher. Kann ich in die andere Richtung gehen? Ja, okay, das war zu erwarten. Ich weiß nicht, ob man dieses Spiel lösen kann oder ob man hier die ganze Zeit einfach nur gedisst wird. Welche Option haben wir denn noch nicht? Hi cute, lol, einfach mal hi sagen. Oder hat man schon hi? Nice to meet you. Ja, ganz genau so geht's mir auch. Ich bin so voll. Was hast du gegessen? Menschenfleisch. Hehe. Lell. Macht nur Spaß. Nur eine schmackhafte Lasagne. Ich mag Lasagne. Lasagne. Ja. I wonder. Ja.
Oh, das hier Voice Sound. Ja, wir können es ja mal ausprobieren. Vielleicht kommt da wirklich mal sowas wie ein Gespräch zustande. My number is... What? To finish installing important updates, restart your computer. Ja, sicher. Ja, da denkt ihr jetzt wieder, wir sind ausgestiegen aus dem Chat und kommt wieder und bringt uns um. Dum di dum di dum. Pum 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 pum. Was war das? Okay, wieder ein Gasleck. Kann ich eigentlich zur Tür? Müssen wir gleich mal gucken, ob wir durch die Tür durchgehen können. Oh, das sieht so aus, als wäre das Update erfolgreich gewesen. Ja, wenn es ein Windows-Programm ist oder wenn es Windows ist, dann ist es sicherlich erfolgreich gewesen. Oh, Telefon. Hallo? Ah! Hilfe, ich kann die Maus nicht bewegen. Wer bin ich und warum sitze ich da zweimal und wer ist sie? Und was war? Hilfe, geh weg von mir. Oh. Nur eine Umarmung. 613? Wieso denn 613? Das habe ich doch gar nicht gewählt. Ja, ich habe die Telefonnummer leider nicht. Ich kann jetzt auch nichts anderes machen. Nicht zum Fenster gehen, nicht zum Fenster gehen, nicht zum Fenster gehen. Nicht zum Auto gehen, nicht zum Auto gehen, nicht zum Auto gehen. Ja. Don't chat with strangers. Hier gibt es sicherlich noch viele, viele weitere Arten, wie man sein Leben verlieren kann. Ich weiß nicht, ob man das Spiel gewinnen kann. Ob man sie umbringen kann oder einfach nur... Vielleicht gewinnt man auch dadurch, dass man einfach im Bett liegen bleibt. Vielleicht ist das die Lösung des Spiels, weil das Spiel heißt ja Don't Chat with Strangers. Gibt es jetzt bei Steam, glaube ich, 4,50 € kostet es im Moment. Könnt ihr euch ja mal selbst angucken. Bedanke mich fürs Zusehen. Das soll es für heute gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.